Ja, dann komm jetzt auch runter. Es ist schon wieder soweit. Ja, Zombies auf Dächern. Hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu DayZ. Leute, heute wollen wir die Stadt verlassen. Wir waren ja in Severograd. Ah, Mutterschlüssel, egal. Und heute wollen wir weiterziehen Richtung Westen nach, lasst mich schauen, Radnue oder so. Keine Ahnung. Wir schauen mal. So, als erstes gibt es wieder leckeren Fisch. Mm. Und das war's auch schon mit dem Fisch. Okay. So, wir sind hier immer noch feucht. Was ist denn hier nass? Wir können mal eben einmal schauen. Die Weste trocken, trocken. Hier ist alles gut mit. Es sind die Schuhe, ne? Die Schuhe und die Handschuhe. Und das wird auch so mein erstes oder unsere nächsten Ziele werden sein, neue Schuhe zu finden. Und mehr Nahrung, ne? Legen wir los. Hallo Welt, hier sind wir. Ach, schön. Leute, Tag, trocken, ich werde verrückt. Meine Güte. Wir können ja kurz nochmal hier reingucken, weil ich ja gerade sagte, wir wollen auch nach Nahrung gucken. Ich möchte immer hier reingucken, in diese Dinger, aber ich habe hier bisher wirklich äußerst selten Nahrung gefunden. Man erwartet jetzt immer so ein bisschen halt, ne, dass da Nahrung drin sein könnte. Aber irgendwie... Hier ist doch immer was. Beim Plumpsklo. Streichhölzer. Da seht ihr es, Leute. Das Plumpsklo, ne, ist immer für ein bisschen Krams gut. Okay, so. Aber bevor wir jetzt lange rumquatschen und hier uns noch länger aufhalten, gehen wir jetzt, wie gesagt, ins nächste Dorf. Zumindest ist das unser Plan. Wir folgen auch einfach der Straße hier. Dann sollten wir früher oder später da ankommen. Und ich höre auch schon Schüsse. Geil. So, dann gehen wir natürlich nicht auf der Straße, sondern... ein bisschen hier in den Wald. Okay, ich gehe hier vorne nochmal in die Hütte einmal schauen. Oh, ich habe keinen Bock, dass wir jetzt hier irgendwie erledigt werden. Das wäre Katastrophe. Eine Katastrophe, sage ich euch. Eine Jägerjacke. Die werte wohl kaum 42. Wie viel hat denn unsere Feuerwehrjacke? Die ist ja auch sehr gut isoliert und die auch sehr gut. Mhm. Die ist abgenutzt und unsere Feuerwehrjacke ist auch abgenutzt. Okay. Hat auch 42 Plätze. Dann behalten wir einfach unsere Feuerwehrjacke an. Denn wir möchten gerne Feuerwehrmann bleiben. So, jetzt werden wir ein bisschen abseits der Straße gehen. Weil ich glaube, wenn hier schon geschossen wird... Ich möchte das Risiko einfach nicht eingehen. Bitte nicht. Hier. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Beziehungsweise so lange am Leben. Aber es kann natürlich durchaus passieren halt, ne? Mit ein bisschen Pech. Wir nähern uns ja auch unserem ursprünglichen Zielort, sage ich es mal so. Und da möchte ich dann halt... Oder da ist ja klar, dass da wahrscheinlich einfach mehr los ist, so, ne? Ach genau, hier haben wir noch so eine kleine Station irgendwie. Eine kleine Straßensperre und sowas. Da möchte ich aber... Da hinten ist ein anderer Spieler, ne? Seht ihr ihn? Ich weiß nicht, was er da macht. Ist das ein Spieler oder ein Zombie? Ihr habt ihn auch gesehen, ne? Da oben auf dem Dach. Das lassen wir lieber. Aber wir sind jetzt schön vorsichtig. Andere wichtige Dinge nicht vergessen. Tablettchen nehmen. Ich kann mal eben schauen. Wir haben noch mehr Krams. Schienenhandschutz. Ich dachte gerade, wir hätten vielleicht wie heißt es noch? Ein Scope, ne? Okay, jetzt, da gehen wir jetzt mal ein bisschen langsamer vor. Keine Lust, dass wir hier drauf gehen. Dann kommen wir einfach durch den Wald. Schleichen uns von der Seite an. Zombies wären nicht das Problem, glaube ich. Mit der Axt dürfen wir die wahrscheinlich relativ schnell wegknallen. Andere Spieler wiederum. Das ist halt, ja, jeder möchte da gerne hin, ne? Wenn es da so ein bisschen Militärkrams oder sowas gibt. Aber wir laufen natürlich auch Gefahr, dass die auch unseren Loot haben wollen. Loot, Loot, Loot. Okay, wir gucken uns von hier aus gleich mal erstmal luschern wieder so ein bisschen rein. Mal vorsichtig vor. Da steht doch einer. Da. Ist das ein Zombie oder? Ja, es ist ein Zombie, ne?
Das ist kein Spieler. Okay. Hier sind noch ein paar mehr Zombies. Okay, wir kümmern uns drum. Egal. Wir gehen volles Risiko, würde ich sagen. Und muss man eben schauen. Wir sollten langsam wieder was futtern. Kann ich die so essen? Ne, muss ich ja noch aufmachen, ne? Okay, wir essen was und dann geht's los. Dann gehen wir rein da. Okay, der Zombie hat es irgendwie wieder hochgeschafft, ne? Der Lümmel. Okay, das reicht erstmal. Können wir jetzt die eigentlich auch hier irgendwie unten hinpacken? Ja, ne? Ja. Macht ja auch richtig Sinn, ne? Statt die immer wieder da ins Menü zu gehen. Okay, dann würde ich sagen, schleichen wir uns dahin. Lalala, ist das hier eingezäunt? Okay, Kumpel. Okay, den haben wir. Okay, schön vorsichtig. Einer nach dem anderen, bitte. Komm her. Ja, komm her. Ja, ich weiß. Immer schön auf die Rübe ziehen. Oh, wir bluten. Okay, 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 okay. Cool bleiben. Alles wird gut. Kumpel, nimm das Ding bitte in die Hand. Boah, ich kriege einen zu viel, ne? Jetzt kann er das wieder nicht, weil er die Axt in der Hand hat. Oh, Gottes Willen. So, genau, das macht natürlich auch Sinn, sich die mal. Oh. Kumpel, nimm bitte die Verbände in die Hand. Er macht's nicht. Warum machst du es nicht, Kumpel? Boah, ich kriege einen zu viel. So, ich schmeiß es jetzt mal raus, ey. So. Hopp, 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 hopp. Nicht zu viel Blut verlieren, Leute. Okay, das wäre erledigt. Mann, Mann, Mann. Das ist echt immer ein bisschen lästig, muss ich echt sagen. So, die Verbände packen wir jetzt hier mal auf die 6. Und nehmen wir uns die Axt in die Hand. Gucken mal, was er bei sich hat. Er hat noch ein bisschen Munition. Nehmen wir erstmal mit. Wir haben ja Platz. Wir müssen gleich wieder was futtern. Okay, jetzt schauen wir uns hier vorsichtig schon mal um. Hier vielleicht finden wir hier irgendwie geilen Scheiß. Wir müssen natürlich auf den einen Lümmel da oben darauf achten. Kommt bestimmt irgendwann hier runtergehüpft. Weil er natürlich, genauso wie wir, auch hungrig ist, ne? Der Hunger ist allgegenwärtig, bei jedem hier. Was haben wir hier? Mitnehmen. Erstmal einsacken. Jo, nehmen wir auch mit. Munition. Jo, nehmen wir auch mit. Das sortiere ich dann später nochmal aus. Ich will jetzt erstmal alles mitnehmen. Und dann schauen wir mal, was wir denn davon brauchen. Ich habe eigentlich auf nochmal neue Schuhe gehofft. Aber vielleicht finden wir hier noch welche, wo unsere ja so durchnässt sind, ne, Leute? Das ist natürlich unschön. Eine Rauchgranate. Auch noch nie gehabt. Geil. Nehmen wir mit. Leuchtspurmunition. Ja gut, ob ich die brauche. Eigentlich möchte ich ja mich möglichst unauffällig verhalten, ne? Wenn nicht. Ja. Da ist er, ne? Na komm runter. Ja, dann komm jetzt auch runter. Na, dann bleib halt da oben. Boah, fett. Sowas habe ich noch gar nicht gehabt. Ah, die ist demoliert. Kann man die wieder herrichten? Das weiß ich halt nicht. Hm. Dann lasse ich die jetzt. Nehme ich die mit oder lasse ich die liegen? Kann ich die so überhaupt mitnehmen? Die muss ich ja wahrscheinlich hier oben reinpacken, wo die Mosern ist. Komm, wir machen es einfach. Volles Risiko. Die 556er Munition haben wir die denn? 762. Den Rest lasse ich erstmal hier liegen. Den Rest lasse ich liegen und dann sammelt er alles ein. Ne? Mini-Visier. Okay, okay, okay. So, jetzt schauen wir einfach mal. Ich will mir das einmal angucken, Leute. Ist das das Mini-Visier? Baraka-Visier. Mhm. Okay, da müssen wir uns mal in Ruhe drum kümmern. Kann ich jetzt aber nicht, weil der Zombie hier oben mich ein bisschen wahnsinnig macht.
und ich mich hier auch ein bisschen unwohl fühle. Sage ich euch ganz ehrlich. So, habe ich eigentlich noch Tabletten? Schau mal hier rein. Da haben wir noch welche. Können wir die jetzt einfach so hier rausnehmen, mal eben bitte? Ab. Sehr schön. So. Und dann packen wir sie wieder hier auf die 7. Und schnabulieren was davon. Achso, jetzt habe ich hier auf der 1 habe ich nichts mehr. Da packen wir uns mal. Die ist beschädigt. Die ist ab. Ich habe doch hier die Skorpion. Warum packe ich mir die denn nicht auf die 1? Noch. Können wir doch auch machen. Okay, aber wir bleiben erstmal bei der Freiwerkst. Und schauen uns hier nochmal ein bisschen weiter um. Ich glaube, er will da wirklich nicht runter, ne? Ist okay, bleib einfach oben drauf. Ich verstehe das ja. Ist ja schön da oben, schöne Aussicht. Wie gesagt, ich nehme die erstmal mit. Wir gucken dann mal. Wie gesagt, das möchte ich ungern hier machen. Wir gehen jetzt erstmal ein Stückchen weiter. Noch ein Zombie. Hinter... Ne, die Tür nehmen wir nicht. Komm her, Kumpel. Ich habe doch zuerst getroffen. Ja, habe ich gedacht, ne? Ist hier was drin in seinem Rucksack? Ne, ist leider nichts. Der ist demoliert und 42 Plätze, egal. Okay, weiter geht's. Liegt hier noch irgendwas für uns? Nö. Nichts, okay. Da hinten ist, glaube ich, das nächste Dorf, wo wir hinwollen. Ja, Vögelchen zwitschern auch, wunderbar. Okay. Na, hier ist mir ein bisschen zu offen, um hier einfach so rumzulaufen. Okay, futtern wir noch ein bisschen. Unsere feinen Dosen für sich hier. Ist das schon das nächste Dorf, oder? Nur so ein Durchgangsding, sag ich mal. So ein Durchgangsort. Gehen wir mal schauen. Nehmen wir wieder unsere Axt in die Hand. Weiter geht's. Ach Gott, Leute, ich bin so froh, dass es mal trocken ist und Tag halt, ne? Das ist so viel angenehmer. Das wäre es ja gewesen. Erstmal baden gehen. Okay, dann gehen wir mal schauen. Ja, hier werden wir uns mal kurz ein bisschen umschauen. Wie gesagt, wir brauchen noch mehr Nahrung, ne? Nahrung und Schuhe. Schuhe nehme ich erstmal alles, was ich kriegen kann. Hauptsache, wir sind nicht mehr nass. Ich glaube, ein bisschen nasse Hände sind, glaube ich, nicht so schlimm, ne? Unsere Handschuhe sind ja auch ein bisschen nass. Hier haben wir einen Schulranzen. Nö. Schränke kann man nicht aufmachen. Na, komm mal her. Ja, ich weiß auch, dass du es willst. Oh. Ja, okay. Aber ein guter Treffer, ne? Komm, Kumpel, einmal rüber hier. Feuerwehrmann des Todes. Hopp. Kopflampe. Da sind sie wieder, die Kopflampen. Nee. Hier haben wir einen Baum. Können wir mal eben schauen, ob hier irgendwie zufällig was in der Umgebung liegt. Baumfällen brauchen wir nicht. Okay. Wo war ich denn drin? Hier war ich noch nicht drin. Ja, wir werden jetzt hier alles mal... Schon wieder eine Kopflampe, Leute. Haben die alle vor der Angst vor der Dunkelheit hier gehabt, oder was? Ich höre auf jeden Fall auch noch einen Skaterhelm. Skaterhelm höre ich natürlich nicht. Einen Zombie höre ich noch. Gehen wir weiter. Ach, da bist du. So. Na, Kumpel, du hast natürlich nichts, ne? Nee. Hier können wir nochmal schauen. Nö, auch nichts. Okay. Muss nochmal ein bisschen Überblick behalten hier. Ich dachte gerade, ich hätte einen Ansch. Hey! Auch nichts. Okay. Aber gut, mit der Axt ging ich schon ganz gut. Ist die Axt besser als die Rohrzange? Ist es wirklich so weit?
Okay. Schon wieder Schuss gehört. Mehrere Schüsse. Nicht cool. Ja, doch immer sehr unangenehm, dieses Gefühl. Wenn in der Nähe so viel geschossen wird. Ein kleines Beil. Es ist schon wieder soweit. Ja. Zombies auf Dächern. Teddybär hat nichts. Dienstjacke. Ich fühle mich super unwohl gerade. Muss ich euch wirklich sagen. Weil die halt in der Nähe so viel geballert wird, ne? Was heißt in der Nähe? Ich weiß halt immer nicht genau, wie weit es wirklich weg ist. Okay, erledigt. Omi ist down. Omi ist down. Geil. Fisch. Sehr gut. Aber ich möchte halt immer noch Schuhe haben, ne? Neue Schuhe. Und das war's hier, ne? Fuck. Okay, keine Schuhe für uns. Nicht schlimm. Geh jetzt hier nochmal rein. Wir essen nochmal eben was. Okay, ist wohl so. Nehmen wir halt so hin. So, schön rein damit. Sehr schön, okay. Okay, so. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, diesem Feldweg hier zu folgen. Wir machen es mal nicht. Ich will mich mal Richtung Straße weiterhalten. Den versuche ich mal schnell wegzumachen. Hast du vielleicht noch was bei dir? Jo. Hat noch was? Klebeband. Nehmen wir mit. Ich habe meine. Auch das wurde in den Kommentaren geschrieben. Dass Klebeband wohl gut ist, um Sachen zu reparieren. Ich kann gerade nicht sagen, wer mir das geschrieben hat. Danke an dieser Stelle. Generell sage ich nochmal vielen, vielen Dank, Leute, bei euch fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Freut mich immer richtig, wenn ihr da auch so Bock drauf habt wie ich. Zumal ich das ja auch ein bisschen anders spiele als halt die gängigen Leute, sag ich mal. Ne? Die meisten spielen jetzt ja wirklich so, oh, wir latschen bis zum Airfield und dann gibt's halt Geballer und sowas halt, ne? Und ich spiele es halt wirklich lieber dieses PvE mit diesem Survival-Aspekt. Und natürlich ist es auch interessant, wenn andere Spieler da sind. So wie jetzt halt, wenn geschossen wird, dass ich mich lieber ein bisschen zurückhalte. Wir schielen mal von hier aus so ein bisschen ins Dorf rein. Hier wird sich doch keiner an einem Feuerwehrmann vergehen, oder? Nee, ich wollte gerade hier runtergehen. Ich lasse es lieber. Nicht, dass wir uns irgendwie noch ein Bein brechen oder sowas, ne? Ja, denn Tod durch Beinbruch. Toll. Nee, wir schleichen uns hier mal runter. Ich möchte auch gerne hier auf dem Feld mal so ein bisschen gucken. Wegen Pilzen. Pilze gibt's hier. Aber ich fühle mich halt auch sehr, sehr unwohl, muss ich wirklich sagen. Weil wir da so auf freier Fläche halt rumlaufen. Können halt. Ja, toll. Einmal durchs Wasser, bitte. Ich höre schon wieder von links Schüsse. Also genau das meine ich halt, ne? Jetzt wird hier überall rumgeschossen. Da möchte ich doch echt lieber mich in irgendein Haus verkriechen oder sowas. Weil wir überleben wollen. Aber oftmals haben die Leute auch gar keine Lust irgendwie auf diesen Survival-Aspekt. Wollen halt nur PvP machen halt, ne? Da habe ich nicht so Bock drauf. Ich will kein PvP mit euch. Geht weg von mir. So, ich werde jetzt mal keine Tabletten nehmen, weil ich das Gefühl habe, die Tabletten bringen überhaupt nichts. Ich muss einmal, ich will einmal aufs Ortsschild gucken. Ob wir hier richtig sind. Mhm. Nehmen wir mal die Seite. Ja, hier sind wir richtig. Wenigstens etwas. Das funktioniert schon mal. Was noch nicht funktioniert hat, sind Schuhe. Wir brauchen neue Schuhe. Kabeltrommel, nee. Die will ich nicht haben.
Ist soweit, Leute. Jetzt ist soweit. Jetzt kommen die Paranoia ganz hart mit ins Spiel. Dass ich immer schon wieder denke, dass ich immer andere Schritte höre und sowas, ne? Warte mal, war das nicht so ein Gebäude? Oder täusche ich mich? Ne, ich täusche mich. Alles gut. Oder auch nicht gut. Leuchtstab. Ach, jetzt habe ich mitgenommen. Egal. Können wir immer noch aussortieren. Das macht einen super nervös, ey. Eieiei, richtig heftiger Ausweichmove, wa? Gedodged. Ja, ich höre sie hier wirklich überall rum. Ballern, ey. Oh, 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 neue Schuhe, Arbeitsschuhe. Fantastisch, makellos. Komm, die ziehen wir uns jetzt an. Endlich, Leute. Weg mit euch hier, Kackschuhe. Jetzt kommen Arbeitsschuhe. So, jetzt sind nur noch unsere Handschuhe nass, ne? Feucht. Okay, wir schauen mal eben. Das dürfte alles gut sein. Auch unser Helm ist auch feucht. Ich weiß nicht, ob das was bringt, wenn wir das alles einen Augenblick abnehmen. Frage ist halt auch noch, wo kriegen wir noch ein bisschen Nahrung her? Netzgeflecht. Leck mich im Arsch. Wo ist denn hier so wieder so ein kleiner Gemüsegarten? Das ist vorbei? Gibt's hier nicht mehr? Oh, oh, das sind aber viele. Ja, komm her, komm her. Hm, schön. Hat nichts. Hat nichts, ne? Nee, okay. Shit, 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 shit. Aber auch bisher nur eine... eine Seite des Dorfes abgesucht hier. Also eine Straßenseite sozusagen, ne? Hat er mich gesehen? Ist ja okay, kann ja herkommen. Vielleicht hast du ja noch was bei dir. Was ich gerne hätte. Wo ist er denn jetzt? Da. So, komm her. Aus beim Move. Und... Nee, friss die Axt, du Lümmel. Blech ist, glaube ich, für wenn man mal eine Basis bauen möchte und sowas, glaube ich, ist das Blech ganz gut, ne? Oder ist halt dafür da. Ob das jetzt gut ist dafür, weiß ich nicht. Geil. Eine Pepsi-Cola hat er hier einer stehen lassen. Nehmen wir gerne mit. Eine Pepsi-Cola. Ist auch so gut, ey. Könnt ihr auch einfach Cola schreiben, ne? Cola ist ja keine Marke. Okay, wir sind nicht mehr feucht. Cool. Das hat schon mal geklappt. Was wir aber sind, wir sind hungrig. So, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir die Sache angehen. Hm. Gib ein bisschen Fisch, ne? Ich habe immer Angst, wenn wir noch krank sind, dass ich halt... ein Happen zu viel essen und dass wir uns dann wieder übergeben halt, ne? Und dann, wir möchten ja nicht die Thunfischdose verschwenden, sozusagen. Denn nach wie vor immer nur ein bisschen uns reinballern und so, wir sind am Ende des Dorfes. Und hier an diesem wunderschönen Plätzchen werden wir jetzt eine Pause machen und damit auch die Folge beenden. Leute, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.